Heute schauen wir uns unser Einhandmontagewerkzeug, den Bateseps, an. Außerdem haben wir hier noch ein passendes Zubehör für euch, unser Installation Kit. Das Video zu dem mit allen Infos findet ihr hier rechts oben in der Infokarte. In der Verpackung findet ihr eine Schutzkappe für den Standfuß, eine Schutzkappe für die Hebelplatte, unseren Bateseps. Für was eignet sich unser Bateseps überhaupt? Für alle Installations-, Ausrichte- oder Anhebearbeiten, wie zum Beispiel Schränke, Fenster, Türen, Küchenmontage, Haushaltsgeräte, Zäune oder Geländer oder auch zum Ausrichten zum zum Beispiel Stützbalken. Somit ist unser Bateseps eigentlich das perfekte Werkzeug für alle Handwerker, wie zum Beispiel Bauarbeiter oder Trockenbauer, Renovierungsexperten, Zimmerer oder auch DIYler. Wir haben hier bei unserem Bateseps ein Gehäuse, den Hebel zum Pumpen und auch den Absenkhebel aus PA6 verstärktem Kunststoff. Außerdem haben wir den Standfuß aus rostfreiem Stahl und wir haben eine beschichtete Hohlprofilschiene. Was haben wir jetzt hier für Vorteile im Vergleich zu anderen Werkzeugen? Wir haben einmal eine Hubkraft von bis zu 180 Kilo. Außerdem haben wir die Möglichkeit hier mit den drei Griffen, die wir haben, ist einmal der Pumphebel, der Absenkhebel und die Lösetaste, dass wir millimetergenau und sehr sanft arbeiten können. Einmal können wir hier mit dem Lösehebel unseren Bateseps frei verschieben. Dann haben wir die Möglichkeit über den Absenkhebel den Bateseps nach unten zu fahren oder über den Pumphebel nach oben. Außerdem können wir auch sehr präzise durch kleine Bewegungen auch nur ganz millimetergenaue kurze Strecken zurücklegen und haben somit die Möglichkeit, sehr fein und genau zu arbeiten. Dabei beträgt der maximale Weg für das Pumpen 8 mm und für das Absenken pro Betätigung 4 mm. Dann haben wir noch unser geschlossenes Kunststoffgehäuse. Dadurch können wir sicherstellen, dass die Schiene und die Mechanik innerhalb vor Staub und Schmutz sowie Spänen oder weiteres geschützt wird. Da unser Pumpgriff aus zwei Komponenten Kunststoff besteht hier auf der Oberseite und die anderen beiden Hebel getrennt voneinander angeordnet sind, können wir hiermit ergonomisch und sicher arbeiten. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, mit den beiden Schutzkappen hier, die im Lieferumfang enthalten sind, unsere Werkstücke, falls die empfindlich sein sollten, zu schützen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, unseren Bateseps werkzeuglos umzustecken, nämlich von einer Hebelarbeit auf eine Spanntätigkeit. Dazu muss ich nur hier die Endsicherung an der Schiene lösen und jetzt nur die Lösetaste betätigen und kann so das Gehäuse von der Schiene runterfahren und stecke es jetzt einfach von der anderen Seite wieder auf die Schiene drauf. Hier installiere wieder die Endsicherung für die Schiene und habe somit jetzt ein Spannwerkzeug. Der Nutzbereich von unserem Bateseps liegt bei 5 bis 230 mm. 5 mm haben wir einmal hier wegen dem flachen Standfuß. Das ermöglicht uns einmal, dass wir natürlich den Bateseps auch unter flachen Gegenständen platzieren können, um die anzuheben. Das heißt, wir haben hier immer das Mindestmaß von 5 mm und wenn ich jetzt auf die maximale Höhe gehe, bin ich bei 230 mm, also diesen Weg hier. Andersrum, wenn ich den Bateseps zum Spannen verwende, habe ich einen Nutzbereich am kleinsten 170 mm, also da sind wir jetzt, wenn er komplett auf dem Boden eingefahren liegt, und maximal sind wir bei 390 mm. Was kann ich jetzt eigentlich konkret mit unserem Bateseps so machen? Grundsätzlich haben wir drei typische Anwendungen. Einmal das Heben, einmal das Spannen und auch das Spreizen. Wenn wir uns das hier mal anschauen, das wäre eine klassische Hebesituation. Ich muss schauen, dass mein Stahlträger für die Montage im Wasser steht, dass ich den gerade wo festschweißen kann oder gerade montieren kann. Dazu stelle ich den einfach auf beiden Seiten auf unseren Bateseps drauf. Schaue jetzt hier natürlich mit meiner Wasserwaage, dass ich hier das richtige Level erreiche und kann jetzt durch die Betätigung von dem Pumphebel meinen Stahlträger so in Position bringen, dass ich perfekt gerade bin. Und kann ihn so dann final montieren. Natürlich funktioniert das Ganze auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich meinen Stahlträger montieren möchte, aber auf ein Niveau, das ein bisschen drunter liegt,
dann kann ich nicht nur durch die Pumphebel meinen Stahlträger nach oben befördern, sondern ich kann auch hier durch die Absenkehebel den Balken auch auf ein tieferes Niveau bringen und kann hier natürlich sehr millimetergenau arbeiten, dass ich später perfekt mit meinem Stahlträger in der gewünschten Position nach unten und auch hier im Wasser bin. Die zweite Anwendung wäre, wenn ich was zusammenspannen möchte. Das heißt, ich habe hier jetzt einen Korpus, ein kleines Regal zum Beispiel, und möchte jetzt hier die einzelnen Zwischenböden zusammenspannen in diesem Grundkorpus, um die später dann zu verleimen. Kann ich einfach dann hier mit dem umgebauten Bateseps für die Spannarbeiten an das Werkstück dranfahren und kann hier jetzt mit dem Pumphebel mein Regal spannen. Die dritte typische Anwendung für unseren Bateseps wäre jetzt noch das Spreizen. Das bedeutet, ich kann jetzt hier nicht nur was zusammenspannen, wie wir gerade gesehen haben, oder was anheben, sondern ich kann auch innerhalb vom gleichen Regal jetzt auch die einzelnen Böden in dem richtigen Abstand spreizen. Das bedeutet einfach, ich gehe hier wieder mit meinem Bateseps in den Zwischenraum rein und kann hier dann auch wieder durch den Pumphebel meine einzelnen Regalbretter untereinander zu einem perfekten Abstand spreizen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wo ihr unseren Bateseps kaufen könnt, dann schaut einfach mal in der Videocaption nach. Da findet ihr alle Informationen. Außerdem wollen wir noch von euch wissen, ob ihr schon Projekte habt, die ihr mit unserem Bateseps realisieren wollt. Und für weitere spannende Videos könnt ihr hier hinklicken.